Hallo MOBA-Freunde, heute gibt es mal wieder ein neues Update von mir. Es war bloß ein kurzes, aber es gibt eins. Wie gesagt, ich habe diesmal Zäune hier gesetzt. Hier, man sieht hier rundherum eine Bankrasse. Hier innen drin auch, begrünt noch außen dran und innen drin. Hier habe ich eine Weiche ausgebaut. Wie hier lang ging, hier rein. Ist nicht mehr, weil es war dann hier oben zu scharfkantig. Da konnte keine Luftmittel mehr reinfahren ins Abstellbereich. Somit habe ich die Abstellfläche, die mal hier war, umgewandelt zum Einfahrer und habe die Weiche hier reingemacht, die hier oben war. Somit kann ich hier so ein Glasportal noch hinmachen, dass es noch verlängert wird. Sieht vielleicht auch nicht schlecht aus, denke ich mal. Dann habe ich das hier alles neu begrünt mit Frühjahrswiese, hier ist das glaube ich, die Tüte. Dann habe ich hier solche Büsche gesetzt, sind 42 Stück gewesen, hier noch ein bisschen begrünt, ein bisschen nachgeschottert, hier halt noch ein bisschen begrünt, hier. So, hier habe ich halt noch ein bisschen begrünt und nochmal Schotter dann gemacht, weil das Glasportal muss ich noch ein bisschen versetzen, Millimeter-Sache, dass die Waggons durchkommen und nicht immer dran hängen bleiben oder schleifen. Ich hier noch ein paar kleine Büsche hingesetzt. Es waren insgesamt 42 Büsche, die ich gepflanzt habe. So. Sonst hat sich ja nicht viel hier geändert. Zumindest hier in der Ecke nicht. Außer dass halt keine Farbanmarkierungen mehr da sind. Somit habe ich. Ach, von Menzi habe ich schon bekommen. Den W50. Den W50 mit Aufbau. Den W50 mit Aufbau. Ich war ja letzte Woche Sonntag mal bei Menzi wieder. Habe ja mit ihm gebaut, weil er die Videos gesehen hat. So, dann habe ich mir die Woche diese Vitrine hier geholt. Nächste Woche ist ja Modellbahnmesse. Ne, Börse. Ja, werde ich mal noch ein paar Waggons holen und ein paar Loks. Es wird auf jeden Fall jetzt immer mehr und mehr. Meine Winterpause ist ja morgen auch rum. Kann ja morgen wieder anfangen. Hier habe ich ja, stand ja erst hier hinten. Habe ich ja jetzt hier vorgesetzt. Zum hier beladen. Weil das Gleis kommt hier hinten am Prellbock weg. Soll hier verlängert werden, soll ja hier hinter den Berg lang gehen. Hier hinten oben, hier oben angeschlossen werden mit einer Weiche. Alles noch geschottert werden. Große Abstellfläche noch. Also zur die Lok auch verkehrt herum reinfahren kann. Hier reinfahren, hier hinten rum, hier wieder raus auf der Hauptstrecke. So, und dann habe ich noch eine Überraschung bekommen heute vom Jensen. Mit der Post. Ich hole mal die Lok ran. Die Lokzusammensetzung, naja, passt zwar nicht ganz, weil die Lokmeller ein neueres Modell ist und die Waggons unterschiedlich sind von Alter her. Aber von farbmäßig her hat es halt halbwegs gepasst. Und das, was halt drauf ist, das zählt. So, da kommt die Lokmeller angefahren. Stehen bleiben. Ich habe diese 4W50, die hier locker draufstehen, heute von Jensi bekommen, von Jensis Welt. Haben mir per Post geschickt. Nach NVA-Art lackiert. Außen anscheinend Originalfarben. Also Originalrohlingen gewesen. Heute so bekommen. Mir gefallen die sehr schön. Ja, vielleicht kriege ich immer noch ein passende andere Fahrzeuge von der NVA oder so in den Farben dazu. Wird es halt mal einen NVA-Zug noch geben. Naja, wie man hier sieht, die ganzen Zäune hier bis ans Häuschen ran. Dann habe ich hier den Zuweg gemacht, noch ein bisschen Bräunen gemacht,
sozusagen Treckerspur, führt jetzt vor auf dem Feldstraße, wo die W15 und der Träger steht, ZD. Ja. Wenn es euch gefällt, lasst ein Like da. So, das war's erstmal. Grüß alle Mobile-Freunde und die es interessiert. Und bis dann.